Herzlich willkommen zu den Verse News, dem Format mit der wöchentlichen Zusammenfassung über Star Citizen. Die Alpha 3.11 ist immer noch unsere aktuelle Live-Version im Verse. Gestern späten Abend wurde eine Alpha 3.11.0R für das PTU eröffnet, ist aber mittlerweile schon wieder als Update live gegangen. Hier ging es einfach nur um Performance-Verbesserungen und ein paar Bugfixes, wie zum Beispiel das Fehlen des Mobi-Glases oder Unsichtbarkeit. Also Kleinigkeiten, die halt wieder aufgetreten sind, die sollten nun gefixt sein. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, bin mal gespannt. Dann noch ein kleiner, aber ich glaube wichtiger Hinweis für euch. Ihr wisst ja, Abonnenten sind jetzt nicht unbedingt mein erstes Ziel, was ich hier in meinem YouTube-Kanal mache. Dennoch möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr mir ein Abo gibt und auch die Glocke anmacht, dann bekommt ihr die Nachricht über den Community-Tab. Denn hier habe ich gemerkt, also ich schreibe hier ganz oft wichtige Infos rein über Verlosungen, über Neuigkeiten, wann kommt ein Patch raus, wann ist dies passiert, wann ist das passiert. Aber ich glaube, das sehen wirklich nur die Leute, die ein Abo und eine Glocke haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn das einer besser weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber wenn ihr da wirklich auf dem Laufenden sein wollt und immer bestmöglichst schnell informiert sein wollt, dann müsstet ihr mir ein Abo und die Glocke notieren. Wenn euch das egal ist, dann braucht das nicht. So, das noch zu dem. Was gibt's noch in dieser Sendung? Wir sprechen über die Oktober 2950 Subscriber Promotion Flares. Dann gibt's Neuigkeiten im Spektrum, da möchte ich kurz drauf eingehen. Inside Star Citizen pausiert meines Rechnens nach Adam Riese summa summarum noch eine Woche. Also ist dann nächste Woche wieder zurück. Kann aber auch noch zwei Wochen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es müsste eine Woche sein. Dann gibt es eine Folge Star Citizen Live. Hier werden Fragen und Antworten zum Thema 3.11 gestellt und beantwortet. Dann schauen wir ganz kurz auf die Roadmap. Und ganz zum Schluss gebe ich noch die Gewinner des Geburtstagsgewinnspiels bekannt. Also auf jeden Fall dranbleiben. Beginnen wir mit den Subscriber Promotion Flares von Oktober 2950. Und Freunde, es gibt eine schnieke Uniform aus dem zweiten Taverin-Krieg. Dieser Krieg war ein brutales Gefecht zwischen der UEE und den Taverin, wobei die Taverin hier 7 lange Jahre Guerilla-Taktiken anwendeten, bevor sie sich dann letztendlich geschlagen gaben. Während des Konflikts wurden viele UEE-Helden geboren, dessen Uniform wir nun bekommen. 3 Varianten, die alle eine wichtige Militäruniform aus 3 Jahrhunderten darstellen, stehen uns sowohl für Roleplay als auch für Sammler von Geschichtsgegenständen zur Verfügung. Ehren wir die Helden, die im zweiten Taverin-Krieg gedient haben. Historisch genau bis zum letzten Stich wurden zeitgemäße Materialien verwendet, um sicherzustellen, dass diese Uniform den militärischen Spezifikationen dieser Ära entsprechen. Beginnen wir mit der blauen Uniform. Diese bekommen alle Centurions, also die praktisch 10 Euro im Monat an CIG spenden. Sie ist die zweite Taverin War Service Uniform. Die blaue Servicejacke hat einen weißen und roten Streifen über der rechten Schulter und dem rechten Arm. Die Servicehose hat rote Papseln entlang der Seitennaht. Das sind so aufgenähte Säume, sage ich jetzt vielleicht mal, ne? Ist so als Nähleihe. Die blaue Dienstuniform wurde von diensthabenden Personen getragen, sei es im Büro oder an Bord eines Schiffes. Diese Uniform wird am häufigsten mit den tapferen Männern in Verbindung gebracht, die das Imperium während des zweiten Taverin-Krieges verteidigten und ist ein häufiger Anblick in Videos, die sich praktisch um diesen Konflikt drehen. Die rote Uniform für die Imperatoren, also diejenigen, die 20 Euro im Monat an CIG spenden. Diese Uniform war eine halbformale Uniform, die bei offiziellen Anlässen getragen wurde, bei denen Zivilisten zum Beispiel Krawatten tragen müssen. Also so ein lockeres Event, sage ich mal, so halbschick. Bestehend aus einer roten Jacke mit schwarzen Ärmeln und passenden roten Hosen, verfügt ebenfalls über eine Schärpe, an der das Militärpersonal seine Medaillen und Abzeichen anstecken würde. Und zu guter Letzt die weiße Uniform, die allerdings nur mit Echtgeld oder Store Credits und nur von Unterstützern im Pledge Store zu bekommen ist.
Die Uniform besteht aus einer weißen Jacke mit einer mit Medaillen verzierten Schärpe und einer passenden weißen Anzughose. Diese weiße Uniform war die formelle Uniform der Marine der damaligen Zeit und für offizielle Zeremonien und Paraden reserviert gewesen. Außerdem gibt es noch den Hinweis, dass ihr, wenn ihr bis zum 19. Oktober subscribt, bekommt ihr diese zwei Uniformen, je nachdem welches Subscriber-Programm ihr einschlagt, also 10 oder 20 Euro, Dollar, ja, das ist so um den Dreh, bekommt ihr dann halt noch diese beiden Uniformen dazu. Und ihr könnt dann zusätzlich noch die weiße im Store erwerben. Das könnt ihr natürlich im Nachhinein sowieso immer noch machen, ja, wenn ihr nach dem 19. dann subscribt, dann könnt ihr die für echt Geld, ich glaube, die kosten so um die 7 Dollar ungefähr, sehen wir gleich noch unten, könnt ihr die natürlich immer noch nachkaufen, logischerweise. Dann gibt's noch den Hinweis auf das Schiff des Monats, dass ihr noch bis zum 2. November 2020 fliegen könnt für Umme, wenn ihr denn Subscriber seid. Das ist die Esperia Prawler. Ja, richtig schönes Dropship von Esperia, geiles Teil. Muss man auf jeden Fall mal geflogen haben. Dann gibt es exklusiv im Subscriber Store natürlich auch die Cutlass Blue, das Subscriber-Schiff vom letzten Monat, plus ein paar Hangar Flares. Das sind meistens so, ja, so irgendwelche Aufsteller. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das haben wollt. Und es gibt insgesamt 12 Monate Versicherung da drauf. Ne, ist ein bisschen mehr als sonst, also so ein kleines Angebot. Dann gibt es auch Hinweise auf die Merchandising-Artikel. Hier als Beispiel die Anvil Aerospace-Tasse, da gibt es natürlich noch viel mehr. Und hier unten gibt es dann den Subscriber-Store, da wo ihr jetzt die Uniform jetzt zum Beispiel kaufen könntet. Wenn ihr Subscriber seid, ne, steht hier auch exklusiv für Subscriber. Das Gute ist, wenn ihr jemanden kennt, der Subscriber ist, ja, könnt ihr auch sagen, Mensch, hier hast du so und so viel Dollar, Euro, wie auch immer, gifte mir die mal. Ne, das geht. Was ihr, wo ihr drauf achten müsst, ist ganz wichtig, wenn ihr die giften wollt, ja, müsst ihr die mit Echtgeld erwerben. Wenn ihr die mit Store-Credits kauft, könnt ihr die nicht giften. Ne, nur mal so ein kleiner Tipp. Und das gilt natürlich auch für alles, was hier unten noch in den Subscriber-Stores aufgepoppt ist und was es halt jemals gab. Und das geht noch zurück bis zu irgendwelchen Holotablen, wo Port Olisar drauf ist und sonst noch was. Ne, also gibt wirklich viel in diesen Stores, was man sonst nicht bekommt. Gehen wir ins Spektrum. Hier gibt es auch noch ein paar wichtige Sachen, die ich euch unbedingt mitteilen möchte. Zum Beispiel hier unter Announcements. Da findet ihr bei Digital Goodies Pack for New Backers den Hinweis, dass Cloud Imperium Games jetzt dieses Geburtstags-Goodie Pack, was wir alles oder alle für Umme bekommen haben, jetzt für alle zur Verfügung stehen, die noch im Oktober das Spiel unterstützen. Sich einschreiben, sich ein Starterpack holen. Die bekommen alle noch diesen super schnieken Geburtstags-Pico. Den Anzug mit dem Helm und einer Laserknifte. Ich glaube, das ist eine Arclight mit so einem Flip-Flop-Lack. Ja, ganz cool. Das Ganze geht, wie gesagt, noch bis Ende Oktober. 2. November ist es dann vorbei. Auf jeden Fall vielen Dank für dieses nachträgliche Geburtstagsgeschenk. Gut, kommen wir zum Vendul Helmet FAQ. Hier konnte die Community im Vorfeld Fragen zu dem Vendul Helm Event stellen und die Entwickler haben darauf geantwortet. Die erste Frage lautet, mit welchem Schiff kann ich den Helm erspielen? Das wissen wir ja bekanntlich jetzt mittlerweile schon. Das ist einmal die Esperia Glaive und alle Versionen der Aegis Gladius. Also ihr könnt die Valiant nehmen, ihr könnt die normale Gladius nehmen und ihr könnt auch die Pirate Edition nehmen und das zählt alles zu eurem Count dazu. Zweite Frage, was ist, wenn ich dieses Schiff nicht besitze? Da hast du Glück, die Antwort der Entwickler. Wir führen den ganzen Monat über ein Free Fly für bestimmte Unterstützer, sowohl für die Vendul Glaive als auch für die Basisversion der Gladius durch. Viel Spaß beim Fliegen. Dritte Frage, gibt es einen Auftrag, den ich annehmen muss oder beginnt das Event automatisch zu zählen? Die Antwort, nein, das Event ist bereits für alle aktiv und muss nicht erst gestartet werden. Nächste Frage, gibt es eine Möglichkeit zu sehen, wie viele Kills ich noch übrig bzw. erhalten habe? Ja, das wurde ich auch schon oft gefragt. Leider ist es so, dass man wirklich mitschreiben muss. Das würde ich auch jedem empfehlen. Einfach ein Blatt Papier hinlegen, Stift und einfach aufschreiben, wen ihr gekillt habt. Die offizielle Antwort der Entwickler, dieses Mal gibt es leider keinen Frontend-Tracker. Wir haben lange und gründlich darüber nachgedacht, haben uns aber erstmal gegen einen sichtbaren Counter entschieden. Wir werden in Zukunft aber so etwas in der Art im Spiel integrieren.
Ich kann mir vorstellen, so wie ich CIG kenne, werden die sicherlich da was einbauen, was dann auch wirklich im Spiel, im HUD so zu sehen ist, als wenn es auch wirklich da reingehört. Ne? Oder es ist im Schiff irgendwie, dass man da irgendwas hat, wo man einstellen kann. Ja, irgendwie sowas. Das wird jetzt nicht irgendwie was komisch Eingeblendetes sein. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich da erstmal gegen entschieden haben. Übrigens, die steht hier auch noch zu dem Post, werden die Belohnungen jeden Montag, Mittwoch und Freitag herausgegeben an die Community. Das heißt, wenn ihr das Event freigespielt habt, heißt das nicht, dass ihr automatisch sofort den Helm oder ja die beiden Helme, die es ja momentan gibt, beziehungsweise hier geht es ja um den Vendul-Helm, dass ihr den sofort bekommt, wenn ihr die 50 Kills habt, sondern das kann etwas dauern. Es gibt ein kleines Update, einen kleinen Nachtrag, da lautet es, es kann bis zu 72 Stunden nach Abschuss der jeweiligen Herausforderungen dauern, bis ihr den Artikel erhaltet. Bei Ausnahmen sogar ein oder zwei Tage später, je nachdem, wie lange hier die Warteschlange ist. Ja, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ich zwischen verschiedenen Gladius-Varianten oder der Glaive wechsle, wird die Zählung fortgesetzt? Also im Grunde genommen heißt das, muss ich die ganze Zeit die Glaive fliegen, wenn ich mit der angefangen habe? Oder kann ich auch zu Gladius wechseln oder umgedreht? Die Antwort dazu, ja, wir haben das so aktualisiert, damit die Kills übergreifend gestapelt werden. Also ihr könnt wechseln. Müssen alle 50 Kills in derselben Spielsitzung erfolgen? Auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde. Nein, also ihr müsst euch da jetzt nicht einen Tag frei für nehmen, um diese 50 Kills zu haben, sondern ihr könnt das bis Ende Oktober euch Zeit lassen, das zu sammeln. Nächste Frage, wenn ich ein Schiff mit mehreren Spielern an Bord in die Luft jage, zählen dann alle Spieler als einzelne Kills, also ihr packt praktisch eine Caterpillar voll mit Leuten, ja, und ihr ballert die ab und die 50 werden gekillt, zählt das, ne, sind das dann 50 Kills? Die Antwort hierzu, die Art und Weise, wie diese Herausforderung von uns eingerichtet wurde, würde wahrscheinlich nicht jeder Kill zählen. Es ist sicher, auf einzelne Ziele zu gehen. Ja, also ich, so wie ich das hier lese, ist es nicht ganz hundertprozentig safe. Es kann sein, dass das zählt, aber ja, es ist wieder, ja, lieber wirklich einzelne Ziele aufschalten und abschießen, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nächste Frage, muss man im Pilotensitz sein, damit es zählt? Also muss man im Pilotensitz sitzen, damit der Kill zählt? Ja, der Abschuss zählt nur für den Piloten einer Glaive oder Gladius. Nächste Frage, müssen die Spieler, die ich angreife, ein Schiff steuern, damit es zählt? Die Antwort dazu, nein. Wenn sie einen Spieler zu Fuß töten, während sie eines der vorgesehenen Schiffe steuern, zählt dies auch. Wenn ich zusammen mit Freunden ein feindliches Schiff angreife, wer erhält dann den Kill? Nur der Pilot, der das Schiff dann auch gekillt hat. Ja, die Frage verstehe ich nicht ganz, weil die Gladius und die Glaive ja nicht unbedingt Schiffe sind, wo mehrere rein können. Ja, deswegen, ja, verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht war das auch einfach falsch beantwortet oder ich weiß es nicht. Die nächste Frage ist nämlich fast so ähnlich. Wenn ich mich mit Freunden zusammenschließe und wir mehrere berechtigte Schiffe gleichzeitig benutzen, wer wird dann mit dem Kill belohnt? Ich denke mal, das war auch mit der vorigen Frage gemeint. Die Gutschrift wird nur dem Piloten zugeschrieben, der den Todesstoß landet. Ja, habe ich mal so übersetzt. Also den Todesstoß landen. Ne, das heißt also praktisch, ihr müsst wirklich drauf achten, wer das andere Schiff zum Platzen bringt und derjenige kann sich dann den Kill aufschreiben. Ist manchmal nicht so ganz einfach. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es lieber und macht ein Fragezeichen hin oder sowas in der Art. Nächste Frage, zählen auch Kills, die durch das Rammen eines anderen Schiffs oder Charakters erzielt wurden? Möglicherweise zählt das, aber es ist zuverlässiger, die Waffe zu verwenden. Genau, also das hatte ich auch schon ein paar Mal, man rammt sich, der andere explodiert. Ja, fraglich, ob das dann wirklich zählt. Nächste Frage, bekomme ich einen Punkt dafür, wenn ich Spieler töte, die in meiner Gruppe sind? Also wenn ihr zusammen in der Gruppe joint, ne, die Namen seht, ihr wisst, dann seid ihr in einer Gruppe und die Antwort ist ja, aber nur einmal, da wir ja nur die Kills der einzelnen Spieler zählen. Also egal, ob ihr in der Gruppe seid oder nicht, es zählt jeder Spieler nur einmal. Wie lange läuft dieses Event noch? Es läuft noch den ganzen Monat Oktober. Geht auf Nummer sicher, dass ihr die Kills vor dem 1. November 2020, 23:59:59 UTC erledigt habt. Ne? So, also lasst euch nicht zu viel Zeit. Nächste Frage, was ist, wenn ich einen Spieler töte, indem ich mein Schiff selbst zerstöre? Antwort dazu, das wird nicht angerechnet.
Zählen auch Kills im Arena Commander bei Multiplayer-Matches? Das war auch eine Frage, die sehr schnell aufkam, als das Event gestartet ist. Die Antwort dazu, nein. Die Herausforderung ist ausschließlich für das Persistent Universe gedacht. Letzte Frage zu diesem Thema. Wird ein Zurücksetzen des Kontos dazu führen, dass meine Kills ebenfalls auf 0 zurückgesetzt werden? Ein Glück ist die Antwort, nein, das Zurücksetzen des Kontos hat keine Auswirkungen auf den Count. Warum sage ich ein Glück? Ich musste das nämlich schon machen und da hatte ich schon 15 Kills, weil meine Gladius einfach nicht mehr spawnbar war. Ja, ich hatte irgendwie so einen Bug, da bin ich in Quantum Drive gegangen von PO nach Grimhex und dann war auf einmal mein Schiff weg, ich schwebte den Raum, alles hat sich aufgehängt, dann habe ich das Spiel neu geladen, dann bin ich zum Monitor gelaufen, wollte die Gladius erneut rufen und dann stand da, sie ist zwar in, sie ist unknown, aber auf PO und ich kann sie retrieven, aber nicht reclaimen, also nicht von der Versicherung holen. Und dann habe ich die halt gerufen und dann stand da halt immer, nee, geht nicht. Ne, die rote Schrift. Ne, wie, und das war halt immer. Und auch egal, wo ich war, Grimhex, sonst wo, es war immer das Gleiche. Also keine Chance, das Schiff zurückzukriegen. Und dann musste ich ein Charakterreset machen. Das hat geholfen und anscheinend zählt dann trotzdem der Count. Sehr schön. Wir haben jetzt ein paar Events hinter uns gebracht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's richtig cool, denn ja, am Anfang hatte ich so ein paar Bedenken, was dieses Event angeht, auch so diesen Griefing und man hat keine Ruhe mehr im Verse, wird immer angegriffen, abgeschossen, total nervig. Aber mittlerweile muss ich sagen, es konzentriert sich dann doch schon auf Grimhex. Ja, wenn man das machen will, Leute, fliegt nach Grimhex. Es ist eine super PvP-Übung, mal mit Schiffen, mal mit der Gladius zu fliegen. Übrigens, die Gladius wird eine wesentliche Rolle im Squadron 42 später spielen, ja, deswegen übt das schon mal. Und was ich auch richtig cool finde, so als Nebeneffekt, man hat mal richtig das Gefühl, wie das später so in ein System wie Pyro sein kann. Ja, wenn man da reinfliegt und man weiß, oh, jetzt kann ich von jeder Seite angegriffen werden. Das ist so vom Gefühl her ist das schon mal eine ganz andere Nummer, finde ich. Also mir hat es echt gefallen. Mittlerweile habe ich die Maske erspielt, wir werden aber trotzdem noch weitere Events machen. Morgen kommt übrigens ein Zusammenschnitt des ersten Events raus, wo wir uns auf Grimhex getroffen haben mit 50 Leuten. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zum nächsten Thema über, bevor ich mich hier noch total verquassel. Hi everybody, welcome to another episode of Star Citizen Live, all about Alpha 311. I'm your host Jared Huckabee. Kommen wir zur dieswöchigen Episode Star Citizen Live mit dem Titel All About Alpha 3.11, also alles über die Alpha 3.11. Zu Gast bei Jared Huckabee waren Rich Tyra, Luke Presley und Todd Pepe, die hier eine knappe Stunde lang spannende Fragen zur Alpha 3.11 beantwortet haben, die zuvor durch die Community im Spektrum gesammelt wurden. Hier ein paar Beispiele von mir in Kürze zusammengefasst, werden uns die Force Reactions eines Tages in den Pilotensitz drücken oder ähnliches. Kurz zusammengefasste Antwort hier, ja, sowas wird es irgendwann in Zukunft auf jeden Fall geben. Hier wird sich noch einiges tun in diese Richtung. Diese Force Reactions sind erst der Anfang von allem, was noch so kommen wird. Und das nicht nur in den Schiffen, sondern auch außerhalb. Es wird noch weitere Wettereinflüsse geben und ach, da wird noch so viel kommen, Freunde. Eine weitere Frage, warum wurden die waffenfreien Zonen jetzt in der 3.11 implementiert und nicht früher? Da war die Antwort von Luke Presley, wir hatten jetzt die Mittel, um das in die Tat umzusetzen und ins Verse zu integrieren. Zum Beispiel das Heat-System war jetzt eine Technologie, die entwickelt wurde, um hier auch wirklich ein realistisches Spielumfeld zu schaffen und auf jeden Fall eins, was handelbar ist, ne, dass da irgendwie kein Ungleichgewicht entsteht. Diese erleichterten Waffenzonen werden als nächstes dann auf Outposts, Grimhex und irgendwann natürlich auch auf die inneren, also die Interior-Bereiche ausgerollt. Wann das jeweils passieren wird, wurde an dieser Stelle natürlich nicht beantwortet. Ich hoffe, ich oder Khan werden euch alle Fragen bis zum nächsten Samstag gut übersetzt haben. Wer auch immer das von uns beiden macht, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Right off the bat, Rich, we got one for you. Force reactions. Are force reactions going to force us into seats? Kommen wir zum vorletzten Punkt unserer heutigen Agenda, der Roadmap vom 16. Oktober 2020.
Und das war's auch schon mit der Roadmap vom 16. Oktober 2020. Nein, im Ernst, hier ist wirklich nichts passiert. Ne? Also die Mercury Star Runner, wir können ja mal kurz reingucken, die steht immer noch bei 108 von 116, wie auch in der letzten Woche, also keinerlei Entwicklung. Und auch in der 3.12 unserer letzten Karte hier insgesamt von diesem Jahr, von Quartal 4, hat sich eigentlich auch nur hier im Gameplay so ein bisschen was getan. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Ja, ich glaube, hier ist ein Punkt dazugekommen. Das ist aber alles nichts Nennenswertes. Also hier ist wirklich nichts passiert. Ne? Hier ist auch ein Punkt dazugekommen und das war es eigentlich schon. Ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach zum letzten Punkt über und lassen die Roadmap mal Roadmap sein für diese Woche. Zu guter Letzt kommen wir zum Geburtstagsgewinnspiel. Ich hatte ja 3 Origin Jumpworks 100er Starterpakete von Cloud Imperium Games geschenkt bekommen, die ich jetzt an euch weiter verschenken kann. Und das werden wir jetzt machen. Ich habe im Vorfeld die Gewinner ausgelost und das Origin Jumpwork 100i Starterpaket mit lebenslanger Versicherung und inklusive weißem Helm geht an Toni Kotura, herzlichen Glückwunsch! Das zweite Starterpaket, die Origin 125A, also die Militärvariante, ebenfalls mit einer lebenslangen Versicherung und passendem schwarzen Helm, geht an Dark Harry, herzlichen Glückwunsch! Und das dritte Starterpaket, die Origin Jumpworks 135C mit LTI und blauen Helm, hat USS Sulaco, hoffe ich spreche das richtig aus, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle 3 Gewinner. Doch halt, ich habe auch noch spontan was beigesteuert und zwar eine blaue Uniform aus dem 2. Tavernenkrieg. Das habe ich auch noch mit in die Verlosung gepackt und der Gewinner oder die Gewinnerin, ich bin mir nicht so sicher, ist Maxi sowieso. Ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesen Preisen und ich hoffe auch, dass einige Leute dabei sind, die jetzt noch keinen Account hatten, die jetzt wirklich auch Star Citizen spielen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das an euch verlosen durfte und hoffe, dass es vielleicht auch wieder eine Mercury Star Runner gibt, wenn das Spiel dann released wird. Dann werde ich das natürlich auch wieder an euch verlosen. Müssen wir einfach mal abwarten. An alle Gewinner, bitte tut mir einen Gefallen, schreibt mich bitte im Discord an, im Reststop oder auch unter meinem Namen, ich heiße Sitko, ne? Wer hätte das gedacht? Schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse findet ihr unter Kanalinfo, da könnt ihr mir eine E-Mail-Adresse schreiben und dann müsst ihr mir euren Handle und eure E-Mail-Adresse mitteilen, damit ich euch dann das Geschenk giften kann. Wir werden dann noch eine kleine Backup-Geschichte machen, das heißt, wenn ihr mich anschreibt, müsst ihr noch ein bestimmtes Codewort, in Anführungsstrichen, unter euren Originalpost posten, dann weiß ich, dass ihr das seid und dann geht die Sache klar und ich werde euch dann so bald wie möglich das Geschenk dann übermitteln. Freunde, für heute verabschiede ich mich von euch. Das waren wieder ein paar Infos, jetzt nicht so viel wie letzten Samstag, aber das kann ja auch nicht immer so viel sein. Ich denke mal, nächste Woche ist dann Inside Star Citizen wieder zurück. Wenn ich richtig gerechnet habe, kann aber auch sein, dass es noch eine Woche pausiert, aber ich meine, das müsste nächste Woche zurück sein. Nicht vergessen, morgen die epische 50 PvP-Spieler-Schlacht um Grimhex. Richtig coole Nummer gewesen, war echt richtig geil mit der Community von Faxi. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende. Bleibt weiterhin gesund. Ja, die Maßnahmen werden ja jetzt wieder überall eingeschränkt. Jetzt ist das Wetter doof. Ach, naja, gut, was soll man machen? Zum Glück gibt's Star Citizen, ne? Macht's gut, auf jeden Fall. Tschüss.